Ja, verteilte Bilder und musealer Raum. Also ich bin im Vorfeld gebeten worden, eben diese Beziehung auch zu thematisieren. Das heißt, jetzt nicht aus meinem Buch zu referieren oder dem Buch, was jetzt schon erwähnt wurde, also was Petra Löffler und Winfried Gerling geschrieben haben und eben jetzt vor kurzem erst veröffentlicht wurde, sondern eben tatsächlich nochmal über diese Verbindung oder diese möglichen Verbindungen oder das Potenzial dieser Verbindung nachzudenken. Und das habe ich jetzt eben tatsächlich versucht. Und in meinem Intro werden ja einige Stichworte vorkommen, die jetzt schon genannt worden sind. Das heißt, es wird sich etwas wiederholen, aber das schadet wahrscheinlich nichts, denn mit Redundanz haben wir es ja eh auch viel zu tun im Bereich der verteilten Bilder. Verteilte Bilder und musealer Raum sind alles andere als ein perfektes Match. Sie weisen kaum Berührungspunkte auf. Mehr noch, ihre Agency, ihren Handlungsrahmen könnte man als geradezu gegenläufig bezeichnen. Verteilte Bilder, darunter verstehe ich hier Bilder, insbesondere Fotografien, die über soziale Medien geteilt werden, das heißt von ihren ProduzentInnen und NutzerInnen in verschiedene Kanäle distribuiert, durch Verlinkung oder Hashtags etwa, sowie durch nichtmenschliche Akteure wie Algorithmen in Zirkulation gebracht werden. Verteilte Bilder sind zerstreut, sie sind niemals nur an einem Ort. Und sie sind zerstreuende Bilder. Ihre Rezeption ist oftmals beiläufig, sie geschieht zu Hause oder unterwegs, gerne in Räumen des Transits, wie öffentlichen Verkehrsmittel in Wartesituationen. Verteilte Bilder sind versatil, da habe ich den englischen Begriff des versatile übernommen, beweglich, wandlungsfähig, vielseitig. Sie passen sich den jeweiligen Displays an, werden von ihren UserInnen verkleinert oder vergrößert und mal schnell wieder vom Display weggewischt, um Platz für das nächste Bild zu machen. Die Erscheinungsweise verteilter Bilder ist die der Vielheit, nicht das Einzelbild, der Bilderstrom. Und ihre sichtbare Seite, das fotografische Bild, ist immer nur ein Teil des verteilten Bildes, das eigentlich weniger ein Bild, sondern als ein Knotenpunkt von Datenströmen aufgefasst werden muss. Der museale Raum ist begrenzt und zieht Grenzen, zum Beispiel zwischen Kunst und Nichtkunst. Er ist vom Alltag abgesondert, wird ganz gezielt als solcher, als ein besonderer Ort aufgesucht. Der Zugang zu den verteilten Bildern ist, beziehungsweise erscheint zumindest, niedrigschwellig. Also man vergisst meistens, dass die Voraussetzung der Besitz eines Smartphones, Internet, Telefonnetzwerke sind, Elektrizität. Der zum musealen Raum hat vielfältige Schwellen, räumliche, kulturelle, ökonomische. Der museale Raum ist einer, der konzentriert, der ungeteilte Aufmerksamkeit für seine Exponate einfordert. Was in den musealen Raum gelangt, unterliegt der Entscheidung von Expertinnen, die vor dem Hintergrund eines, wenn auch wandelbaren, verhandelbaren Wertesystems, eines Kanons etwa handeln. Was im Nichtraum der sozialen Medien in Erscheinung tritt, das heißt, was sichtbar oder sogar viral wird, entscheidet dagegen die Vielzahl der NutzerInnen auf der Basis einer technischen Infrastruktur, die den ökonomischen Interessen hegemonialer Internetkonzerne dient. Der museale Raum dient dagegen in seinem kulturellen, seinem Bildungsauftrag dem Allgemeinwohl und nicht zuletzt der Freiheit der Kunst. Ich hätte jetzt noch viel mehr Differenzen aufzählen können, werde es aber jetzt dabei belassen, nämlich diese und andere grundlegende, das heißt gleichsam dispositive Differenzen, stellen sich dem Transfer von verteilten Bildern oder von Internetfotografie oder vernetzter Fotografie. Wir hatten jetzt ja schon verschiedene Begrifflichkeiten, die versuchen eben das zu fassen, was doch gar nicht so einfach auf einen Begriff zu bringen ist. Und ich benutze diese Begriffe jetzt im Folgenden auch synonym. Jetzt habe ich mich verhakt. Also eben diese Differenzen stellen sich dem Transfer in den musealen Raum in den Weg, beziehungsweise werfen die Frage auf, ob beziehungsweise in welcher Form
und in welcher Hinsicht Internet überhaupt ausstellbar ist. Und genau da habe ich jetzt einfach versucht, in Form einer Rekapitulation von Beispielen, also die ich selber gesehen habe oder zur Kenntnis genommen habe, also jetzt auch tatsächlich nochmal in die Geschichte zu gehen, also eine junge Geschichte, in der sich aber schon viel verändert hat und eben sehr exemplarisch einige Beispiele aufzuzeigen, die ich dann eben auch zur Diskussion stellen werde, an der man dann eben bestimmte Fragen dann auch festmachen kann. Die ersten Transfers, die ich selbst zur Kenntnis genommen habe, also Transfers dieses Bereich der verteilten Bilder in Ausstellungsräume, waren Ergebnisse künstlerischer Auseinandersetzungen mit dem damals noch neuen Phänomen der Internetfotografie. Also es ist immer komisch, wenn man da schon von damals spricht. Damit meine ich tatsächlich die Zeit um 2000. Also aus der Zeit, als ich als wissenschaftliche Assistentin an der HGB, also Hochschule für Grafik und Buchkunst, tätig war, erinnere ich mich noch sehr gut an zwei Diplomarbeiten aus dem Bereich der Fotografie, die dann eben später auch tatsächlich in den musealen Raum gekommen sind, also von einer Fotografin und einem Fotografen, die dann eben auch ihre Laufbahn als Künstler, Künstlerin dann tatsächlich begonnen haben oder jetzt eben etabliert sind. Und zwar Victoria Binstock, da habe ich schon den ersten Fehler gemerkt, Victoria schreibt sich mit K, Globen 2002 in der Galerie der Hochschule der Grafik und Buchkunst hier zu sehen, also das, ihre Diplomarbeit, die dann eben später zum Beispiel im CO Berlin 2016 ausgestellt wurde, davor in der Ausstellung Misunderstanding Photography im Volkwang-Museum Essen. Für die Arbeit Globen sammelte Binstock Fotografien auf dem Verkaufsportal bzw. Auktionsportal eBay. Sie hatte dort ein neues Genre der Fotografie entdeckt. Objektfotos, aufgenommen im häuslichen Umfeld, die zusammengenommen eine Art Bildenzyklopädie der Gegenstände unserer Zeit bilden. Also eben die ganzen Verkaufsfotos, die dort versammelt sind. Und die gleichermaßen von Werbefotos wie von künstlerischer Objektfotografie zu unterscheiden sind. Die Fotos wurden eingescannt, vergrößert und in lockerer Hängung nebeneinander gestellt, dem Vergleich der BetrachterInnen ausgesetzt. Also hier kann man sehr schön eben diese Merkwürdigkeit eben dieser Objektfotografie in einem privaten Umfeld sehen. Dass die Wahl auf den Gegenstand Globen fiel, fügte der Arbeit eine metaphorische Ebene hinzu, die der globalen Zirkulation der Bilder, wenn man so will. Binstock beließ es aber nicht bei dem Sammeln, sondern er steigerte auch eine Reihe von Globen, deren verschlossene Kartons Teil der Installation sind und für den Gebrauchszusammenhang der Fotos stehen. Victoria Binstock, die werden sicher viele von Ihnen hier kennen, also hat sich eben auch jetzt in der Folge viel mit Internetfotografie beschäftigt, also beispielsweise ihre Arbeit World of Details, der liegt eine Sammlung von Google Street View Ansichten aus New York zugrunde und ihre neuere Werkgruppe Cluster, die sie seit 2014 verfolgt, dort bezieht sie die Bildsuchmaschine von Google in ihren Produktionsprozess ein. Aber ihre Arbeiten sind eben immer von vielfältigen Transfers getragen, also eben diese erste Arbeit, die noch eben ein Bildrepertoire versammelt und ausstellt, also die hat sie inzwischen weit hinter sich gelassen. Auch Chris Lefort Björnsson sammelte Fotos, allerdings von seinen Lieblingsschauspielerinnen, wie Winona Ryder und eben Natalie Portman. Also My Girl, Girlfriend Natalie. Wie privat aussehende Knipserfotos von Stars erlaubten eine neue Art von Intimität, also hier nochmal auf eine andere Gebrauchsweise oder ein anderer Kontext dieser Art von Fotografie, die im Netz zu finden ist, eine private Leidenschaft, die Björnsson in riesigen Wandbildern wieder öffentlich machte. Also hier auch nochmal sehr schön diese Dialektik von privat und öffentlich und diese Veränderung auch eben dieser Begriffe, die eben im Zuge der, des Webs 2.0 eben ja,
sichtbar wurde. Eine erste, ach ja, genau hier noch eine andere Ausstellungsansicht, was man hier doch sehen kann, na, nicht so gut sehen kann, merke ich, die Bilder sind, haben sich jetzt doch durch das Vergrößern nochmal verschlechtert, aber hier kann man sehen, also sie sind eben aus ja, kleinen Ausschnitten zusammengesetzt, die dann eben aufgeblasen wurden und also in tatsächlich noch mühsamer Handarbeit. Und hier gibt es eben auch schon 1996, also eine frühere Version dieser Arbeit. Und mir hat neulich Florian Ebner nochmal erzählt, also der beide Arbeiten, also die von Viktoria Binnenstock und auch die von Björnsson in der Ausstellung Misunderstanding Photography gezeigt hat, also wie die Produktionsbedingungen damals eben noch waren. Also das war unter der Bedingung eines Telefonmodems, Floppy Disk und Nadeldrucker. Also das kann man sich eben gar nicht mehr vorstellen, also dass im Laufe der Geschichte also eben auch sozusagen die Hardware-Techniken und eben die Arten der Verbindung noch ganz andere waren und daher auch eben zu anderen Arbeiten geführt haben. Die Isolierung von in einem Interface von Texten und Grafiken fast verschwindenden Bildchen oder die Übertragung der nur als Thumbnail in einem ganzen Cluster rezipierten Fotos in übergroße Wandbilder, also wie wir das bei Björnsson gesehen haben, ist auch das Stilmittel einer der sicher bekanntesten Internet-Appropriation-Arbeiten. Also ich habe jetzt erst registriert, also beziehungsweise nochmal wiedererkannt, das Buch ist natürlich in meinem Regal, dass André Gunther eben das auch als Cover für die Marche Partagée genommen hat, also ein ganz, auch für mich ganz wichtiger Text, und das ist sicher kein Zufall. Und es ist eben auch ein sehr attraktives Bild, da komme ich noch drauf zurück. Also die meisten von Ihnen werden das sicher auch kennen. Also Penelope Umbricos Projekt Suns from Sunsets from Flickr wurde 2006 begonnen, als die Fotosharing-Plattform gerade 3 Jahre alt war. Also die ist ja bekanntermaßen 2003, 2004 gegründet worden, vielleicht nicht unbedingt bekanntermaßen, weil das ist ja jetzt schon irgendwie sehr lange her. Und hat eben jetzt schon ja, eine Geschichte von 14 Jahren hinter sich gebracht, was ja wirklich eine sehr lange Zeit in der Ära des Web 2.0 darstellt. Anders als Binnenstock geht es hier nicht um die Varianz in der Typologie von Bildmotiven, sondern um die Redundanz der geteilten Bilder. Über 500.000 Ergebnisse erbrachte 2006 Umbricos Eingabe des Schlagwortes Sunset. Also 2016, dann nochmal den Vergleich, hatte sie über 300.000 Ergebnisse. Also dies nochmal einfach auch zur Steigerung der Bildzirkulation innerhalb eben eines Zeitraums von mehreren Jahren. Also über 500.000 Ergebnisse, achso, das hatte ich schon, das, also sie hat eben dieses nach Sunset recherchiert, also nach diesem Tag. Von diesen Ergebnissen hat sie dann 2000 also eine Auswahl gedruckt. Das Tagging, darauf wollte ich nochmal zurückkommen, also das Verschlagworten von Fotos durch die UserInnen, das unter dem Begriff der Foxonomy damals gefasst wurde und eben auch wissenschaftlich untersucht wurde, war das wohl wirkungsmächtigste Feature, das Flickr eingeführt hat. Also noch bevor der Begriff Hashtag die Runde machte, also der, glaube ich, von Twitter geprägt wurde. Ein Instrument des Verteilens und Versammelns von Fotos zugleich. Also wenn ich das tagge, verteile ich das Bild eben und mache es für andere zugänglich, die danach suchen. Und wenn ich danach recherchiere, versammle ich eben diese ganze Menge dieser Bilder, wie das Umbrico eben getan hat. Damals entwickelte Flickr auch die sogenannte Tag-Cloud, die da anhand der Größe der Buchstaben die Quantität bestimmter Tags anzeigte. Und da rangierte Sunset natürlich weit oben, also das war auch der Grund, warum Umbrico eben dieses Motiv ausgewählt, aber eben noch ein anderes, also motivisches. Ich zitiere, I thought it peculiar that the sun, the quintessential giver of life and warmth, constant in our lives, symbol of enlightenment, spirituality, eternity, all things unreachable and ephemeral,
omnipotent provider of optimism and vitamin D, and so ubiquitously photographed, is now subsumed to the internet. This warm singular object made multiple in the electronic space of the web and viewed within the cool light of the screen. Also sehr poetisch. Die Redundanz tausender Sonnenuntergangsfotos ergibt ein räumliches Nebeneinander, ein Muster. Es entsteht ein visuell sehr attraktives Gesamtbild. Also sicher auch ein Grund, warum eben diese Arbeit so oft gezeigt wurde. Aber das wird natürlich auch dadurch erzeugt, dass sie eben bestimmte Fotografien ausgewählt hat, also die, that had the most defined sense in them und die eben auch noch beschnitten hat und dann in Form von billigen Drogerieabzügen, also man sieht ja noch, das waren hier Hochglanzabzüge, offenbar eben hat entwickeln lassen, ausdrucken lassen. For each installation, the title reflects the number of hits I get searching sunsets, also darauf war ich schon, darauf hatte ich schon Bezug genommen. And the partial in the title refers to the fact that the installation is only a fragment of the number of sunsets on Flickr at that time. Aber was wird eigentlich in dieser Masse an Bildern sichtbar? Für Umbrico die Massenhaftigkeit des fotografischen Akts, die Umbrico als kollektive Praxis positiv bewertet. I love this idea of collective practice, something we all engage in, despite any artistic concern, knowing that there have been millions before and there will be millions after. While the intent of photographing a sunset may be to capture something ephemeral or to assert an individual subjective point of view, the result is quite the opposite. Through the technology of our common cameras, we experience the power of millions of synoptic views, all shared the same way at the same moment. To claim individual authorship while photographing a sunset is to disengage from this collective practice and therefore negate a large part of why capturing a sunset is so irresistible in the first place. Ich habe das jetzt so sehr ausführlich zitiert, also weil es eben, wie ich schon sagte, eben diese positiv bewertete kollektive Praxis oder auch redundante Praxis ist, weil eben diese Absage an diesen Begriff der individuellen Autorenschaft dort vorkommt. Und ich habe eben jetzt ein ja quasi Gegenzitat von Katrina Slois und Daniel Rubinstein, also die ja hier auch vertreten sind, aus ihrem Beitrag Alive More Photographic Mapping the Network Image von 2008, also für mich auch ein sehr wichtiger Aufsatz. Sie schreiben dort am Ende eben dieses, also eben dieser Geschichte auch, das Network Image, die Sie da ausbreiten. By taking on the appearance of a snapshot, the network image is camouflaged as a non-political, non-significant and non-ideological site that does not merit textual analysis. This is perhaps the source of the persistence and power of the network image. Also da würden sicher Umbrico und Sie übereinstimmen. Invisibility, of course, is not without its benefits. Not only does it help to evade analysis, criticism and deconstruction that are the fate of the louder, more visible images, but through being unnoticed, vernacular images appear normative, all-encompassing and inherently benign. In their capacity as ready-made, mass-produced and slightly silly, the snapshot perpetuates the notion of the world going about its business in a natural way. The practice of tagging, which results in millions of images identified with holiday, party, wedding, family, or sunset, reinforces a sense of identity and unity which overwhelms differences and distinctions. They advance a sense of uniform global satisfaction with the way things are without being called to account for their lyrical promotion of universal human nature. Für mich ist jetzt dieser Punkt dieses Normativen da besonders wichtig und eben tatsächlich auch diese Frage, was bringt eben diese, was bringen diese Bilder auf der anderen Seite zum Verschwinden. Der Aspekt der Autorenschaft der geteilten Fotos, ich komme jetzt nochmal zurück auf Umbrico,
also den sie eben auch im Zusammenhang mit Sunset Portraits from Sunset Pictures on Flickr anspricht, also den sie in späteren Arbeiten noch deutlicher in den Fokus rückt. Also und zwar in Bezug auf die Frage des Copyrights bzw. der Nutzungsrechte, die ja tatsächlich einer der konfliktreichsten Aspekte des Sharings sind. Also die werden in dieser Arbeit adressiert, also schon im Titel, also Everyone's Photo Any License. Also für diese Arbeit hat sie eben Bilder von Vollmond gesammelt und hat dazu, also hier gibt es einen Aufruf, 654 Flickr-Fotografen gebeten, ihr eben das Nutzungsrecht zu übertragen. Sie hat ihm dann ihrerseits angeboten, dass sie einen 654. Anteil, also ihrer eigenen Commission, ihr eigenes Honorar, also wenn diese Installation jetzt verkauft wird, dass sie das erhalten. Also hat sozusagen selber geteilt, auch auf dieser Ebene. Und for those I was not granted permission to use and those from which I did not hear, I substituted full moon images with Creative Commons license. Dazu hat sie dann eben auch zusammengestellt eine numbered map, which corresponds to each print in the layout on the wall, as well as corresponding attribution list compiling the names, credit line, image title, licensing terms for each photographer. This list also includes each photographer's descriptive remarks along with the technical data provided on Flickr for each image. As a text piece in its own right, the juxtaposition of romantic and technical language embodies our relationship to the moon and our relationship to photography. Ich habe das jetzt hier auch nochmal so ausführlich zitiert, also weil es eben dem Rechnung trägt, dass eben das Bild nur die eine Seite des vernetzten Fotos ist und die andere Seite eben die Texte, also von den Text bis zu Kommentaren, bis zu das, was hier, sie hier auch nennt, die EXIF-Daten, also die mit dem Bild gespeicherten technischen Daten der Aufnahmen, eben einen ganz wesentlichen Aspekt darstellen und eben, wenn man diese aus dem Kontext herauslöst, sie natürlich an Bedeutung einbüßen bzw. ihre Bedeutung entscheidend verändern. Ich habe leider nicht gefunden, wie sie das präsentiert, also hier auf der Installationsansicht ist das nicht zu sehen, also wie eben diese textuelle Seite eben in den Ausstellungsraum gebracht wurde. Ich habe eben selber diese Präsentation also bisher noch nicht gesehen. Vielleicht kann das jemand von Ihnen hier ergänzen. Achso, ja, das gehört jetzt eigentlich nicht hier hin, weil das ist nochmal eben ein sehr bekanntes Bild eben für ja, diese... Ja, eigentlich nur eine Umsetzung dieses Begriffs der Bilderflut, das gehörte eigentlich an eine andere Stelle. Fotomuseen und vernetzte Fotografie. Der Versuch, diese Kreativität der vielen in ihre Arbeit zu integrieren, also wie Umbeko das hier getan hat, versuchten dann auch Museen und institutionelle Ausstellungsorte. Also als ein Beispiel habe ich dann jetzt eben nicht Winterthur genommen, da sind wir jetzt hier und werden da sicher noch mehr darüber erfahren, sondern die Photographers Gallery in London, also auch eine etablierte Fotoinstitution, die in ihrem neuen Gebäude in Soho, also gelegen in einem Viertel voll mit Flagstores, eine sogenannte Media Wall von außen einsichtig im Flurbereich des Erdgeschosses installierte, und zwar als eine Permanent Display for Screen Media. Zeitgleich, das heißt auch 2012, wurde Katrina Sluis als Kuratorin für das digitale Programm berufen. Also sie hat den Titel Curator Digital Program, also noch ein bisschen anders wie Digital Curator. Und ich zitiere jetzt aus einem Interview mit ihr: I came with an interest in thinking about a photograph's collision with screen and network culture, also womit sie sich eben auch
wissenschaftlich schon beschäftigt hatte, and trying to think how that might be explored institutionally. Zu Beginn, berichtet sie, war es ihr Job, diese Media Wall schlichtweg einzurichten und zu definieren, wie man diesen Screen nutzen könnte. Ihre erste Media Wall-Ausstellung war die zum Animated GIF, hatte also eine innerhalb der Netzkultur entwickelte neue Form bzw. ein neues Format zwischen stillen und bewegten Bild zum Thema. Was ja eben auch ein Aspekt dieser verteilten Bilder ist, dass die Grenzen zwischen Fotografie und Film sehr durchlässig geworden sind oder sich eben sozusagen zwischen bewegten und stillen Bild. Also so würde ich es besser formulieren, weil es eben eigentlich eine neue Begrifflichkeit auch erfordern würde. Ja, Schluss nochmal zu dem, Slois nochmal zu diesem Animated GIF. It's a file format native to the web and screen, and around the time of the show it was being rediscovered by audiences, and of course it's now ubiquitous. Also dass das schon älter ist als die Zeit, das hätte ich jetzt gar nicht unbedingt gewusst. Also ich habe das, glaube ich, auch erst bei dieser Rediscovering zur Kenntnis genommen. There had been shows about the GIF before, but there had been very much about the canonization of the format, because there is a very interesting history of artists using GIFs. Whereas for me, I was more interested in commissioning GIFs from a load of people who were theorists, photographers who had never made GIFs before. I said, look, send me a GIF, you've got a week, and then formed the basis of a public response which kept being fed into the screen over the period of the show. Also eben genau dieses Format, also einerseits eben ein Aufruf also an die Kreativität der vielen und eben nicht an die Künstlerinnen oder Autoren, und dann eben diese Rückkopplung, die eben über diese, über das Zeigen dieser Bilder passiert, dass es eben weitere ja, Produktionen anregt, die dann eben wiederum auch gezeigt werden können. Danach entwickelte Slois die Ausstellung For the Lolcats, Felines, Photography and the Web, also im Winter 2000. Ah, hier kann man das dann nochmal sehen, also wie das dort installiert ist. Das ist die Animated GIF, ein Beispiel, und dafür habe ich jetzt leider kein Bild auf dem Screen gefunden, aber eben den Aufruf, for the duration of this exhibition we will invite various individuals and communities to respond to this phenomenon and share their own collection of cat photographs on the wall. Also eben diese Ausstellung implizierte die Arbeit mit Internetkuratoren, wie Slois sie nennt, die innerhalb von Plattformen schon Typologien von Katzenfotos angelegt oder Meme initiiert hatten, wie etwa Dr. Loplop, der Urheber des Somebody Else's Cat Phänomens und Administrator der gleichnamigen Gruppe auf Flickr. In this way, so Slois, I was creating the curators, also auch nochmal so ein Begriff. To me it was a way of tapping into questions around virality oder virality, creativity, community and the contemporary photograph. Also hier keine Verräumlichung, sondern ein Screen mit einem durchlaufenden Programm, einem zeitlichen Nacheinander. Wobei der Screen einerseits eine Verbindung nach außen darstellt, also das Schaufenster ganz konkret, andererseits in den virtuellen Raum reicht, den inzwischen unverzichtbaren Webauftritt des Museums, der im idealen Fall zu einem Knotenpunkt werden kann zwischen realem und vernetztem Raum. Also davon war heute ja auch schon die Rede, wie wichtig das geworden ist, also eben dieser vernetzte Bereich des Museums, also als wirklich zweiter Raum, der eben ganz wesentlich ja, dazu beiträgt, einerseits die Reichweite des Museums zu erweitern, Aktivierung der BesucherInnen, die selbst zu Akteuren werden, beziehungsweise als solche, das heißt nicht nur als Rezipienten, in den Fokus der Museen überhaupt gelangt sind. Also das ist inzwischen eine Selbstverständlichkeit, diese Form, also des Partizipativen, also das habe ich jetzt nochmal von der letzten Biennale für aktuelle Fotografie, also aus deren Darstellung entnommen. 2012
hatte sich ein neuer Akteur im Feld des Photosharing etabliert, der diese Praxis noch populärer gemacht und auch nochmal verändert hat. Also ich gehe jetzt so etwas weiter in die Gegenwart voran. Der Fotodienst Instagram, der eigens für das iPhone entwickelt, im Herbst 2010 lanciert wurde und seit 2012 auch für Android erhältlich war. Die Photosharing-Plattform Flickr, ich weiß nicht, ob die allen überhaupt noch bekannt ist, weil die jetzt wirklich im Ranking der Plattform ziemlich weit unten gelandet ist. Also diese Photosharing-Plattform fungierte gewissermaßen als ein Raum der Vermittlung zwischen analoger und digitaler Fotokultur. Die Plattform war anschlussfähig sowohl für die traditionelle Amateurfotografie wie für hippe Retro-Bewegung und neue Fotofans, für ErinnerungsknipserInnen ebenso wie für professionelle und konzeptuelle Fotografinnen und Fotografen. Sie führte zu Überlagerung und Vermischung von zuvor distinkten Fotokulturen und zu einer generellen Erweiterung des Begriffs der Fotocommunity. Aber eben immer noch war das Ganze auf diesen Aspekt von Fotocommunity oder Fotografie bezogen. Instagram dagegen ist bereits ein Produkt der neuen Fotokultur, das heißt der Praktiken der Smartphone-Fotografie, das mobile Fotografieren und vor allem das Kommunizieren mit Fotos, das war ja jetzt auch schon angesprochen, der unmittelbare Austausch von Bildern. Mit der Smartphone-Fotografie verbinden wir wiederum insbesondere das Selfie, das ebenfalls genau in diesem Zeitraum zu einem breit rezipierten und diskutierten Phänomen wurde. Also da wiederhole ich, was immer wieder geschrieben wird. 2013 kürte das Oxford Dictionary das Selfie bekanntermaßen zum Wort des Jahres. Also das ist sozusagen, kann dann stehen irgendwie dafür, dass das eben eine Schwelle überschritten hat und zu einem gesellschaftlich diskutierten Phänomen wurde. Das Selfie war interessanterweise unmittelbar anschlussfähig an kunsthistorische und kuratorische Diskurse, also was für andere dieser Phänomene des Photosharing nicht unbedingt gilt. Es konnte nämlich auf die Genealogie des Selbstporträts bezogen werden, und zwar sowohl im Sinne einer Fortschreibung oder auch einer Abgrenzung. Also da gehen ja auch die Auffassungen auseinander. Jeffrey Saltz, also für ihre Abgrenzung, sprach von einem neuen visuellen Genre. Daniel Rubinstein von einer strukturellen Autonomie des Selfie und vom ersten Kunstwerk des Netzwerkzeitalters. Also da hat man sehr großspurig auch darauf reagiert. Beide Zitate, also das mit dem neuen visuellen Genre und mit dem ersten Kunstwerk des Netzwerkzeitalters, stammen aus dem Ausstellungskatalog von Ego Update, die Zukunft der digitalen Identität, kuratiert von Alain Bieber. 2015 war das im NRW-Forum in Düsseldorf zu sehen. Also hier nochmal eine andere Version von Partizipation, also Anschluss eben an ein viel jüngeres Publikum. Man sieht eben hier die Sammlung von Fußfotografien oder Footies von Erik Kessels, also von dem ich diese Bilderflut-Installation schon gezeigt hatte. Also das wurde wahrgenommen, ich zitiere aus einer Rezension der Süddeutschen Zeitung, die Ausstellung dokumentiert die schier überwältigende Flut an Selfies, die man hier thematisch gegliedert, tapetenweise an die Wand gebracht hat. Genau das hier nochmal dazu. Interessanterweise, also obwohl hier von der Dokumentation gesprochen wird und das eben sehr stark eben als ein gesellschaftliches Phänomen eben auch diskutiert wurde, handelt es sich dann doch aber um eine Ausstellung, die im Wesentlichen künstlerische Positionen gezeigt hat und dass selbst eben diese Fotowand, also nochmal dieses Stilmittel der Fotowand mit den Bildclustern, eben keine Versammlung der Kreativität der vielen ist, sondern um Fotografien, die der Künstler Guido Senni von VertreterInnen des sogenannten digitalen Proletariats aufgenommen hat. Was ich hier ganz schön finde bei dem Bild, was ich gefunden habe, ist, dass eben genau das Selfie ausmacht, dass es eine Reaktion verlangt, also eben dieses an jemand adressiert, der darauf reagieren soll oder die darauf reagieren soll und eben oftmals diesen mimetischen Impuls auslöst.
Und was ich daran jetzt auch nochmal anknüpfen kann, ist, dass eben umgekehrt eben dieser Transfer ja sehr gut funktioniert hat, der Transfer musealer Räume in diesem Bereich der vernetzten Fotografie. Also Sie kennen ja die zahlreichen auch Memes wie The Art Selfie oder Museum Selfie, also da gibt es ja eben eine ganze Bandbreite und also darauf haben Museen inzwischen ja auch schon reagiert oder eben das eben erkannt, eben auch als ein großes Potenzial. Also eben dieser Transfer funktionierte eben schon ja, ziemlich rasch. Über die Ausstellung Ego Update, ich wollte auf die jetzt gar nicht weiter eingehen, also oder die Ausstellung Ego Update ist meines Wissens eigentlich die erste im deutschsprachigen Raum, da können Sie mich auch korrigieren, die Künstlerinnen Amalia Ullmann und Abida Biström im deutschsprachigen Raum bekannt gemacht haben. Also auf die ich jetzt nochmal eingehen wollte, jetzt als Vertreterin von Künstlerinnen, die eben innerhalb des Mediums Instagram operieren und wo eben auch die Frage der Ausstellbarkeit oder wo sich diese Frage der Ausstellbarkeit noch auf einer neuen Ebene stellt. Also hier Ausstellungsansicht, ich komme darauf später nochmal zurück, das habe ich jetzt noch nicht benannt, von wo das ist. Also die Arbeit Excellences and Perfection von Amalia Ullmann habe ich, wie ich denke, die meisten im Kunstfeld zunächst nur über die Auskopplung einer weniger Beispiele ihrer Instagram-Performance, also sie verwendet ja selber diesen Begriff der Performance, zur Kenntnis genommen. Das heißt eben, wie man das hier sieht, wiedererkennbare Selfies, wie eben beispielsweise das Welfie, das durch Kim Kardashian so populär geworden ist, was man hier in der Mitte sieht, also die man als modellhafte Selbstinszenierung in die Tradition von Cindy Shermans Untitled Filmstills stellen konnte, aber nicht ganz an diese heranzureichen schien. Die Qualität der Arbeit hat sich mir erst entschlossen, als ich mir die kompletten 180 Beiträge, die Ullmann im Zeitraum vom 9. April bis zum 14. September 2014 sukzessive auf Instagram und parallel dazu auf Facebook hochlud angeschaut habe. Ullmann erzählt in diesen Fotografien die Transformation eines naiven, aber ambitionierten Artsy-Girl aus der Provinz zu einem Sugar Babe in Los Angeles, seinen emotionalen Absturz und schließlich die Läuterung zum netten Mädchen von nebenan. Also das steht im Prinzip hier drin, das ist ein späterer Kommentar dazu. Und ich habe jetzt einfach ein paar dieser Beispiele, wie sie jetzt in der Webansicht dieses Instagram-Feeds zu sehen sind, hier nochmal zur Erinnerung aufgeführt. Also das ist hier dieser Absturz, die Läuterung und eben das Mädchen, was die junge Frau, die sich ja hier gerade nicht so gesund ernährt. Ja, in der Rückschau ist das Konstruierte von Ullmanns Social Media Movie, also das ist ein anderer Begriff, den sie selbst verwendet hat, deutlich zu erkennen. In den unterschiedlichen Inszenierungsweisen und Bildtypen der drei Teile, dem fast vollständigen Fehlen von anderen Personen, der Anonymität der Räume und vor allem der Zeitrafferwirkung des Plots. Dennoch wurden die Beiträge als authentische Äußerung wahrgenommen und kommentiert. Selbst Freunde und Bekannte durchschauten den Fake offenbar nicht immer, äußerten sich vielmehr besorgt über Ullmanns exzessive Selbstdarstellung und warnten vor negativen Folgen für ihre Künstlerinnenkarriere. Auch in Kontexten, in denen Ullmann als Künstlerin bereits bekannt war, wurden ihre Inszenierungen nicht als solche erkannt bzw. in anderer Richtung gedeutet. So wurde etwa ihre angebliche Brustvergrößerung in Referenz auf die chirurgischen Performances der französischen Künstlerin Hollande als eine transformative Verkörperung von Schönheitsnormen interpretiert. She's taking normcore to its logical conclusion, literally embodying blandness through surgical modification, heißt es etwa in einem Artikel vom 22. Juli 2014, also noch im Zeitraum der laufenden Performance. Wie stellte Ullmann also in ihrem Instagram-Feed Glaubwürdigkeit her? Wie ist der Realitätseffekt ihrer Online-Performance zu erklären?
Also die beruhte natürlich auf einer intensiven Beschäftigung mit Praktiken weiblicher Selbstdarstellung in sozialen Medien, vor allen Dingen eben im Kontext eben dieser Micro-Celebrity, also in diesem Micro-Celebrity-Kontext. Sie hat sich eben mit diesem Makeover-Paradigma auseinandergesetzt, also mit Darstellungen einer erfolgreichen Transformation, sei es durch Diäten, Sport oder eben ästhetische Chirurgie in Richtung normativer Körperideale. Im Rahmen eines Dispositivs, das auf die Affirmation von Normen mit positivem Feedback und damit wiederum einer gesteigerten Sichtbarkeit honoriert, erlangen Ullmanns Beiträge gerade in ihrem offensiven Bedienen von Klischees und Stereotypen, Darstellungsmustern Plausibilität. Dass es sich bei den Fotos, die man auf Instagram hochlädt, keineswegs um spontane Schnappschüsse, sondern um Selbstinszenierungen handeln, die ein bestimmtes Image propagieren sollen, ist dabei die geteilte Vorannahme der Kommunikation auf sozialen Plattformen. Also sozusagen selbst das ist dann eben authentisch, wenn man weiß, es ist eben die Darstellung eines bestimmten Images. So, ich kürze das etwas ab. Der Verweis auf den Moment und zugleich Prozesshaftigkeit der Online-Performance führt zu einem entscheidenden Aspekt auch von Ullmanns Performance, dem ihrer Temporalität. Die Glaubwürdigkeit der Inszenierung verdankte sich nicht nur der überzeugenden Nachahmung visueller und textueller Codes eines bestimmten Segments der Kommunikation in sozialen Medien, sondern wesentlich auch einer Rezeption innerhalb deren spezifischer Zeitlichkeit. Die Beiträge wurden als jeweils aktuelle Äußerungen wahrgenommen, also so stelle ich mir das vor, wenn man das jetzt eben tatsächlich in der Zeit verfolgt hat. Und wenn sich eine Bindung zum Account herstellte, wahrscheinlich ähnlich wie eine Daily Soap verfolgt, in die man auch wieder einsteigen kann, wenn man eine Folge verpasst hat. Ähnlich wie in der Daily Soap entfaltet sich die Narration von Ullmanns Social Media Performance in einer Mischung aus Redundanz und Aktualisierung, wobei Ullmanns Erzählung weitaus fragmentarischer und so in stärkerem Maße auf die konstruktive Leistung der Rezipientin angewiesen war. Nicht zuletzt waren es die Follower, die mit ihren Kommentaren die Authentizität des Feeds beglaubigten und so seine weitere Performance sicherstellten. Auch wenn Excellences and Perfections einem im Vorfeld ausgearbeiteten Skript folgte, funktionierte die Performance in ihrer Durchführung also letztendlich nur als ein interaktives Projekt. Erst nachdem die Fiktionalität der Beiträge bekannt geworden war, setzte die Rezeption als künstlerische Arbeit ein. Die Reflexivität ihrer Inszenierung bzw. ein dekonstruktiver Effekt stellte sich also erst in der Nachträglichkeit des Transfers in den räumlichen und diskursiven Rahmen der Kunstausstellung ein. Also das finde ich doch das Interessante an dieser Arbeit oder das, was für mich jetzt auch etwas schwierig macht, das einzuordnen, dass sozusagen eben diese Zeit der Rezeption innerhalb der Performance unter anderen Rahmenbedingungen erfolgt als eben die danach. Also anders als eine Performance, die eben von vornherein in einem Kunstraum beispielsweise stattfindet. Zu Ego-Update habe ich eben tatsächlich nur diese Installationsansicht gefunden. Also offenbar wurde das auf einem Screen präsentiert. Ich habe die selber nicht gesehen und kann das deswegen nicht, also weiß es eben einfach nicht, ob das die einzige Präsentationsweise war. Hier, das ist die Ausstellungsansicht Performing for the Camera in der Tate Modern 2016. Also da ist sie ja eben in diesen Kanon der fotografischen Selbstinszenierung aufgenommen worden. Und hier sieht man eben vorne auf dem Tisch so Tablets, wo ich denke, dass man den Instagram-Feed dann im Ganzen einfach sich anschauen konnte. Also das als eben die Möglichkeit, beides eben doch in einer gewissen Weise zumindest in der Art der Dokumentation zu zeigen. Am Schluss habe ich jetzt noch, um noch eine andere Ausstellung zu erwähnen, also ich habe eben diese Arbeit in ähnlicher Weise, also eben sowohl mit Wandbildern als auch mit ja, der Möglichkeit, den Feed als solches zu verfolgen, dann auf der Biennale der aktuellen Fotografie in Mannheim gesehen, in dem Ausstellungsteil Kein Bild ist eine Insel, wie prägt das Teilen unseren Umgang?
Umgang mit Bildern, die Fabian Knierim im Port 25 gezeigt hat. Obwohl auch diese Ausstellung für eine nähere Betrachtung in Frage kommen werden, möchte ich meine Rekapitulation mit einer Ausstellung schließen, die ich im letzten Frühjahr im Museum der Bildenden Künste in Leipzig gesehen habe. Virtual Normality, Netzkünstlerin 2.0, kuratiert von Annika Meyer und Sabrina Steineck. Covergirl dieser Ausstellung war Avida Biström, deren inzwischen ikonisches Selfie, also genau genommen ist es ja kein Selfie, sondern wie sie mit dem Handy ein Close-up ihrer Schambehaarung aufnimmt, kann man hier besser sehen. Also dieses überlebensgroß an die Stirnwand plakatierte Porträt dominierte den gesamten länglichen Ausstellungsraum. Also hier mit dem Covergirl meinte ich jetzt eben tatsächlich, dass man eben durch dieses Ausstellen und auch, dass ich das jetzt hier natürlich wiederum auch zeigen, sich tatsächlich auch schon so ein Kanon herstellt und eben hinter diesem gezeigten Bild eben ganz viele andere wiederum verschwinden. Also sie eben praktisch wirklich dann zur Stellvertreterin und stellvertretenden Position gemacht wird. Und Avida Biström, anders nochmal als Amalia Ullmann, ist ja tatsächlich auch in diesem Zwischenbereich zwischen Mode, künstlerischer Arbeit, auch Selbstdarstellung unterwegs, also wo eben sich einfach so diese verschwimmenden Grenzen auch nochmal deutlicher auch in ihrer Umgangsweise mit den Bildern zeigen. Also Netzkünstlerin, also diesen Begriff, den die Kuratorinnen hier gewählt haben, der irritiert zunächst etwas, vielleicht aber auch nur eine ältere Generation wie mich, die damit eine Richtung der Medienkunst der 1990er Jahre verbindet. Ich nenne dieses Stichwort deswegen auch nochmal, weil das vielleicht auch für eine Diskussion nochmal interessant ist, also in welcher Relation eben tatsächlich diese neuere Form der vernetzten Fotografie eben zu diesem Begriff der Netzkunst eben der 90er Jahre stand, also eben wo KünstlerInnen mit eigenen Programmierungen eben auf das Internet reagierten bzw. dort intervenierten oder eben auch die Cyberfeministin, die der Anonymität des Netzes als einen Spielraum für virtuelle Identitäten frei von Geschlechterzuschreibung austesten wollten. Die von Annika Meyer und Sabrina Steineck präsentierten Netzkünstlerinnen sind jedoch erst in diesem Zeitraum geboren, das heißt Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre. Allesamt also Digital Natives, die mit dem Internet und vor allem den sozialen Medien als einem natürlichen Umfeld und Handlungsraum aufgewachsen sind. Dem Handlungsraum der verteilten Bilder, der bestimmte Darstellungs- und Inszenierungsweisen, beispielsweise Schönheitsvorstellungen via Popularitätsprinzip bestärkt, andere Körperdarstellungen dagegen dem Bodyshaming aussetzt oder sogar zensiert. Insbesondere für viele junge Frauen fungieren die Social Media gleichermaßen als ein Ort des Empowerment, verbunden mit dem Imperativ, sich selbst auszudrücken und der Kontrolle und Disziplinierung. Schönheitsnormen werden nicht mehr durch Models und Stars oder nicht mehr nur durch Models und Stars verkörpert, sondern in zahllosen Tutorials und Fitnessblogs auf digitalen Plattformen als für jede und jeden erreichbar performt. Der eigene Körper dem Vergleich und der ständigen Bewertung durch andere NutzerInnen ausgesetzt und den sogenannten Challenges getestet. Im Hintergrund operieren dabei die Plattformen selbst, die mit ihren Nutzungsbestimmungen und Gemeinschaftsrichtlinien regulieren, was zeigbar ist und was nicht. Ins Bewusstsein tritt deren Gouvernementalität erst im Konfliktfall, das heißt, wenn Beiträge von UserInnen entfernt oder sogar Accounts gesperrt werden. So ist es bekanntermaßen untersagt, Fotos von nackten Körpern und pornografischen Darstellungen in offenen sozialen Netzwerken zu verbreiten, das ist ja bekannt. Aber warum fallen männliche Brustwarzen im Unterschied zu weiblichen nicht unter die Zensurbestimmungen? Warum werden Schamhaare, die über dem Rand eines Bikinihöschens vorkommen, als so anstößig empfunden, dass gleich ein Account gesperrt werden muss? Warum wird das Foto einer vollständig bekleideten Frau entfernt, auf deren Hosen Flecken von Menstruationsblut zu sehen sind? Also das waren alles virale Fotografien, die vielfach geteilt wurden,
also die eben dann, also wo sich eben dann eben genau diese Diskussion um diese Zensur und diese eben Regularien von Instagram und deren ja, Parameter auch entzündet hat. Und ich habe das deswegen jetzt auch nochmal so ausführlich erläutert, weil ich am Anfang ja eben tatsächlich da Museumsraum und diesen Raum der kommerziellen Plattform, also deren Regularien eben bestimmen, was sichtbar werden kann. Also um das jetzt hier an dieser Stelle auch nochmal mit einem Beispiel ja, zu erläutern, zu konkretisieren. Also eben auch um diesen Kontext zu skizzieren, in dem Avida, Biström und Mollisoda operieren, das heißt im Umfeld der Body-Positive-Bewegung, die diese Mechanismen und Regulierungen auf Plattformen wie Instagram mit bewusst anstößigen Bildern herausfordern und unterminieren will. Also ein Operieren innerhalb des Screens against the screen, also so wurde das auch ja, von einer Theoretikerin bezeichnet. Also das ist vielleicht auch bekannt hier, also dass eben die beiden auch wiederum auf ihren Instagram-Accounts einen Aufruf gestartet haben, ihnen Fotos zuzuschicken, die von Instagram gewissermaßen zensiert, also banned worden sind. Und also daraus haben sie in Auswahl getroffen, also auch kuratiert und eben in dieses Buch, also aus einer Art von Time Capsule, so haben sie es auch selber bezeichnet, dann eben gebracht und veröffentlicht. In der Ausstellung selbst, also die Kuratorin von Virtual Normality sind einen anderen Weg gegangen. Also ich zitiere, wir haben nicht Instagram ausgedruckt. Ich glaube, das ist eben auch schon etwas, also eben diese Äußerung musste schon genannt werden, um eben bestimmten Vorurteilen entgegenzugehen. Also dass es eben bei Ausstellungen eben von Netzkünstlerin 2.0 um ein Ausdrucken von Instagram geht. Und sie haben eben Fotografien, Videos und Rauminstallationen gezeigt, die eben, wie sie schreiben, durchaus schon für Galerieräume und Museen konzipiert waren. So reihen sich an den Wänden fotografische Serien und Videoclips, deren Verortung im Feld der geteilten Bilder sich nur in den Motiven manifestiert. Also hier kann man einige sehen, dass Fotografien aus Juno Calypsos Arbeit wie Honeymoon, die Food-Porn-Arbeit von Stephanie Sali und hier Fotografien, Selbstinszenierungen von, hier steht es, Miyazaki. Die selbstverständliche Durchdringung von realem und virtuellen Raum in der Arbeits- und Lebensweise der Künstlerin wurde aber durch verschiedene tatsächlich räumliche Inszenierungsformen vermittelt. Also hier sieht man eben das Halbrund mit von Videomonitoren, also in denen eben die Beiträge von Mollisoda gezeigt wurden, die im Ansehen von YouTube-Tutorials, den Aufnahmen von Home-Movies, dem Chatten besteht. Und das geschieht eben oft im Schlafzimmer bei Mollisoda, was man hier auch sieht, also ihre Aktivität eben in, also diese Form der Aktivität, und das wurde dann wiederum aufgegriffen in verschiedenen Installationen, also die eben diese Zimmer dann tatsächlich konkret nachstellten, also auch von Künstlerinnen eingerichtet, wo es dann eben auch Closed-Circuit-Formen gab, eben die dann die BetrachterInnen selber integriert haben in diese Räume. Es gab Augmented Reality, eine Augmented Reality App, mit der man das Interieur auf dem eigenen Smartphone zum Sprechen bringen konnte und eben auch eine Möglichkeit, einen virtuellen Raum zu untersuchen. Als dezidiert künstlerische Arbeiten werden die Exponate, anders als die Fotografien in Biströms und so das Buch,
einer Bewertung im Rahmen eines künstlerischen Diskurses ausgesetzt. Also ich habe jetzt hier, so schnell wollte ich jetzt noch nicht zu Ende sein. Ich habe hier bewusst Fotos verwendet, also um eben diese Ausstellung zu illustrieren, also die von Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung gemacht wurden und eben auf diesen Blog hochgeladen wurden, beziehungsweise unter diesem Hashtag MDB Virtual Normality abgelegt wurde, also weil für mich das auch nochmal sehr schön zeigt, eben diesen sozusagen, wie kommt der Raum des Museums eben wieder in die verteilten Bilder, und ich denke mir, wenn man das eben tatsächlich ein bisschen auswerten würde, wäre das sehr interessant in Bezug auf die Rezeption auch einer solchen Ausstellung. Ich selber habe gemerkt, also im Zuge eben diese Ausstellung zunächst einfach auch mal zu beschreiben, dass ich eben da noch nicht wirklich zu einer abschließenden Meinung gekommen bin. Also dass ich es einerseits eben sehr begrüßt habe, also dass eben dieses Thema aufgegriffen wurde für die Ausstellung. Und ich finde, was eben gut gelungen ist, eben dieses doch tendenziell klaustrophobische dieser Verbindung von Schlafzimmer, virtuellem Raum, also dieser Raum auch der sozialen Medien, das tatsächlich praktisch erfahrbar zu machen in den Räumen. Also das fand ich eben tatsächlich auch sehr anschaulich in dieser Ausstellung, auch wenn das eben tatsächlich auf Inszenierungsformen zurückgreift, die eben auch schon natürlich sehr etabliert sind. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch eine größere Distanz, also auch von meiner Generation her zu eben diesen Arbeiten, und tendiere dann dazu, das mit früheren feministischen Arbeiten von Künstlerinnen wie Sarah Lucas oder auch Elke Christoffek zu verbinden und vielleicht dann irgendwie zu fragen, sind mir diese Arbeiten vielleicht doch zu harmlos. Auf der anderen Seite sehe ich eben auch, dass sozusagen die eben innerhalb dieses Feldes der sozialen Medien operieren und eben tatsächlich, wie ich eben schon zitiert habe, also innerhalb des Screens mit dem Screens, also sich daran auch abarbeiten müssen und eben bestimmte Fragen auch wieder erneut aufwerfen müssen. Was eben in dieser Ausstellung dann auch nicht vertreten war oder integriert wurde, ist eben tatsächlich dieser breitere Kontext dieser Body-Positive-Bewegung, was ich eben tatsächlich auch etwas schade finde. Er ist aber eben durch die Beschriftung, hier kann man das an einem Beispiel sehen, also es wurde eben tatsächlich dieser Kontext auch an verschiedenen, mit verschiedenen Texten erläutert oder eben in diesem Kontext geöffnet. Und zum Beispiel diese Wiederaneignung der Farbe Pink. Ich hätte jetzt gerne noch diesen Namen der Künstlerin gewusst, die jetzt am Anfang vorgestellt wurde. Und die hätte man da sicher auch sehr gut integrieren können. Also eben tatsächlich ein Versuch, eben ein Phänomen anhand von künstlerischen Arbeiten zu zeigen. Wobei, wie gesagt, diese künstlerischen Arbeiten dann natürlich eben in diesen künstlerischen Diskurs gestellt werden und eben dann einer kritischen Prüfung auch unterstehen und eben auch in diesen historischen Kontext eingeordnet werden. Aber eben diese Wahrnehmung, wie diese Ausstellung gesehen wurde, das hätte mich dann eben tatsächlich auch nochmal interessiert in Bezug eben auf die Generation, der Besucherin, die der gleichen Generation der Künstlerin. Jetzt habe ich mich etwas verhaspelt am Schluss. Ich sehe nämlich die Zeit, ich bin so ein bisschen gehetzt von der Zeit und bin jetzt auch noch nicht so richtig zu meiner Konklusion gekommen. Vielleicht nur ein paar Punkte. Ich habe jetzt hier im Grunde erstmal nur versucht, was ich Kapitulation genannt habe, also dass ich versucht habe, eben in diese Anfänge zurückzugehen, in der diese geteilten Bilder im musealen Raum sichtbar geworden sind, und dort eben verschiedene Strategien auch nochmal aufzuzeigen, also die Appropriation
dieser verteilten Bilder, also die Entdeckung bestimmter Bildrepertoires. Da gibt es natürlich noch viele andere Beispiele, als die ich gezeigt habe, auch verschiedene Gebrauchsweisen dort zu thematisieren, also dieses Verhältnis von privat und öffentlich, was sich verändert. Dann natürlich dieser Aspekt der Kreativität der vielen, diese Infragestellung von Autorenschaft, die Notwendigkeit, partizipative Formate zu entwickeln, also eben den Raum des Museums auszudehnen. Also das sind eben Aspekte, über die man sicher dann auch nochmal weiter diskutieren kann. Also was sicher eben nicht funktioniert oder vor allen Dingen auch nicht mehr funktioniert, ist einfach das Abschöpfen an der Oberfläche. Also was vielleicht doch viele Arbeiten der Anfangszeit ausgezeichnet hat, also dass man eben sozusagen die Bilder dort abschöpft. Also dazu gehören auch viele, also das Abschöpfen quasi der Kreativität der vielen. Das heißt eben nur diese Seite, diese oberflächliche Seite zu zeigen, wobei es ja eben viel mehr darum geht, Strukturen sichtbar zu machen, die eben hinter diesen Bildern liegen. Und das ist sicher auch die größte Schwierigkeit, dass eben sozusagen der nicht sichtbare Teil der geteilten Bilder eben derjenige ist, der auch sich ja am schwierigsten in Ausstellungsformate übersetzen lässt. Was mich eben interessiert und auch eben schon lange interessiert hat, also an eben diesen verteilten Bildern beziehungsweise an diesem Feld und an dem, wie es eben in Ausstellungen kommt, ist eben, dass es eben wirklich für mich Dinge sichtbar macht, die ich selber in diesem Raum der sozialen Medien so nicht erfahren kann. Also eben tatsächlich dieser Aspekt gut auch der Dokumentation, aber eben auch der Sichtbarmachung. Und ich denke, das ist schon einigen Arbeiten wirklich gelungen und ich setze da auch weiterhin eben auf kluge künstlerische Arbeiten, die eben solche Phänomene übersetzen, sichtbar machen und eben auch eine eigenständige ästhetische Form dazu finden. Ja, vielen Dank für Ihre Geduld, die ich glaube ich etwas sehr strapaziert habe.